Okay. Hallo und herzlich willkommen zurück zu. wie heißt das Spiel schnell? Scrabble Punkt. Keine Ahnung. Vergiss immer, wie das Spiel heißt. Und wir spielen wieder Grand Reveal, weil das einer meiner Lieblingsspielmodus ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir anders ausschaut. Wählt die Schokodrinkpartei. Und. Alter, wie sieht denn das sein? Und wir haben jetzt und wir haben jetzt endlich wieder unendlich Zeit. Aber wie soll ich denn das zeichnen? Gute Frage. Nächste Frage. Ich weiß eh schon, dass das niemand erkennen wird von euch. Gibt's einen kleinen Bilder? Leichter durch. Thomas ist schon fertig? Was kann ich denn dafür? Ich krieg halt ein Wort, das man schnell zeichnen kann, aber ob du es erratest, ist was anderes. Ja, ich muss dann einen kleinen Tipp geben, auf jeden Fall. Was wird hier? Miau. Ich muss dann einen Tipp geben. Ja, anders schaut das halt nicht aus. Das ist halt nicht mehr als das. Da, da kriegt der eine schon wieder WhatsApp-Nachricht. Nein, das ist, das war Werbung. Das war ja oft. Unnötige Werbung. Ist so, von unnötigen Personen, du. Ja, wurscht, ich zeichne das jetzt so ungefähr wie es ausschaut. Ja, anders schaut das nicht aus. Sie hat solche Krallen. Oha, jetzt zeichne der Pokémon. Wie Krallen oder was? Ja. Warum hat er gesagt, dass er uns zeichnet? Er hat Krallen. Er hat auch Krallen, ne? Die Katze hat auch Krallen. Ein Hund auch. Der tut er so, als ob nur Pokémon Krallen haben. Ja, eine Katze ist auch ein Pokémon, gell, Bakira? So. Pokémon Monster! Ja, ich kann es nicht besser zeichnen. Es geht halt einfach nicht. Ich hab's nie. Moment, Astel. Also, wenn meins drankommt, muss ich ein bisschen was erklären. Aslak. Oha, da schimpft er gleich. Ich lasse gleich Google offen fürs nächste Bild. Hey Google. Nein, das heißt gleich von okay Google. Damit ich weiß, das Grüne ist am Blättern. Nee, am Handy musst du hey Google sagen. Nein, eigentlich muss man nur okay Google sagen. Hey Google. Hey Google? Ich muss hey Google sagen. Das sind Blätter. Ich war zwar zum Zeichen. Achso, ich hab die Hinweise ausgestellt, deswegen. Ich leicht dich. Das ist kein Pokémon. Das gibt's in echt. Hinweise sind aus, okay. Ja, Hinweise sind komplett aus. Ist das scheiße so? Bisschen, ja. Also das ist ein Strauch. Mit 7 Buchstaben. Achso, ne, das ist blöd ohne Buchstaben, das weiß ich nicht. Ja. Strauch. Ja, muss ich dann umstellen. Ich kann das leider nicht im Spiel, glaube ich. Kein Strauch. Gehen wir raus mit den Streichen. Sind das gelbe Blüten oder sind das Beeren? Das sind Blüten, das gelbe sind alles nur Blüten. Also Raps ist es nicht. Ja, es hat 7 Buchstaben, nicht 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist nicht, weil Raps sieht auch so aus. Es ist ein Strauch mit gelben Blüten. Und sie. Mehr Raps! Mehr fällt mir da nicht ein. Magst du was Bestimmtes? Na. Sie gehört zu der Familie der Hülsenfrüchtler. Hast sicher schon mal was davon gehört. Ginster, noch nie. Noch nie? Ginster.
Also wir beliefern bei uns auf Arbeit ein Altenheim, das heißt, wo eine Gruppe Ginster heißt, aber sonst kenne ich Ginster nicht. Und es geht um das, wo der rote Pfeil drauf zeigt. Was ist das? Italien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Buchstaben. 9 Buchstaben? Mhm. Ja, das ist ein Kontinent, ne? Und was ist das kleine Ding, das da absteht? Was ist das? Stiefel. Oh, geht's um ein Land oder was? Hä? Es geht nicht um ein Land, es heißt, es geht einfach darum, wie heißt so ein Zipfel, der einfach absteht von so einem Kontinent? Boah! Abgrund. Keine Ahnung. Das ist kein Abgrund. Wie, was? Wahrscheinlich. Ja, ohnehin war es eine Chance. Nach den 5 Runden stelle ich dir wieder an. Also eine Halbinsel! Boah! Das ist ja keine Insel. Das ist Halbinsel, weil es eine Insel ist, die noch an Land dranhängt. Okay, das ist einfach zu zeichnen. Da brauche ich nicht googeln. Da habe ich jetzt was Leichtes gekriegt. Ja. Ah, das Vieh ist fast okay. Aber ich werde jetzt länger brauchen zum Zeichnen, da müsst ihr jetzt ein bisschen gedulden. Ich glaube halt, dass ich... Jetzt muss ich googeln, ob die Punkte da auch hat oder nicht. Boah. Nein, die sind... Oh, okay. Erst beginnen der Scheiß richtig. Wie zeichne ich denn das am gescheitesten? So. Also wenn es da sich erkennst, dann ist es schon ein bisschen peinlich. Ja. Die Musik ist überhaupt nicht laut. Passt. Jetzt zeichne ich noch das Gegenstück dazu, dass man sich auch auskennt. Boah, jetzt krieg ich Gusto. Nein! Oha, der Thomas ist immer am schnellsten fertig. Ja, ich brauch nicht länger zweifeln, es wird eh nicht besser. Ja, ich google zu schnell. Das Wort, das da oben steht, eben bei Google rein und kann jeder. Das sei uns eigentlich noch fertig, dann bin ich fertig. Ich mag ja auch, dass man sich auskennt. Jetzt, ich kann es so zeichnen oder in Naruto. So. Aber mit Pokémon muss ich immer alle googeln. Ja, ja. Glaubst du, ich kann die Namen immer alle zuordnen? Ah, ist das. Ist es das? Ha! Was erst? Und? War ja. Noch nicht schlecht, oder? Ja, das war sogar richtig gut, oder? Das ist, glaube ich. Ist das nochmal? Was ist das? Nein. Nein. Hä, wie schreibt man denn das? Ganz normal. Achso, boah. Moment, warum kann Chris sehen, was ich schreibe? Seit wann ist das so, dass Chris sehen kann, was ich sage? Das schreibe. Das habe ich schon immer gesehen. Aber kann Michi auch lesen, was ich schreibe? Nein, nur Ammonitas habe ich lesen können. Komisch.
Warum? Ja, aber es war Kabuto. Ja, ich hab's hoch. Ich hab jetzt Kabuto ausgeschrieben. Ja, ich auch. Kabuto schaut vorher alles aus. Ja, stimmt, ja. Das ist die Weiterentwicklung. Ja, ohne Tipps. Ja, das brauche ich jetzt wirklich nicht googeln. Ich schon. Ich werde das zeigen. Ich habe ein Pokémon, wenn ich den Namen eingebe, wird mir Eis angezeigt. Was ist das denn? Das heißt jedes Eissorte. Okay, ey, bitte nicht. Das Zeichen ist anders, das ist noch alles anderes. So, wir machen noch alles. Gespannt. Wir machen alles rot. Und dann mal einen Gürtel. Du bist hier. Mal schauen, was ich hinkriege. So, dann machen wir da meinen Arsch. Ich glaube, ich habe es eigentlich eh einigermaßen gut zeichnet. Glaube ich. Also bei mir draußen ist es länger. Ich kann es euch noch was chillen. Ja, ich kann nicht mehr zeichnen. Es ist das, was es ist. Es ist leider nicht mehr. Es ist nicht mehr, als es ist. Es ist halt nicht mehr. Ja, wir machen wie immer 10 Runden, so wie bei einem normalen Spiel. Aber es dauert halt bei denen halt länger, aber es macht halt Spaß. Das nächste Mal machen wir halt wieder mit Hinweis, weil ohne Hinweis ist es doch ein bisschen scheiße. Du bist so schwul. Das hast du gesagt. It's okay to be gay, let's be Joseph the boys in the gay way. A little bee tut nicht weh. Das Lied gibt's echt. A little bee macht's auch noch hin. Das ist doch dumm. Es wird nicht mehr besser. Es wird nicht mehr besser. Also, dass man sich so auch auskennt, was das ungefähr ist, ne? Meinst du, so. Nicht mehr besser? Nein, ich habe noch was dazu zeichnet, dass man sich auch auskennt. Weil ich weiß nicht, ob man sich da auskennt, was das darstellen soll. Der Michi wird das auf jeden Fall nicht kennen, glaube ich. Also, der zwei. Ein Pink Riesendödo. Zeichnet man nicht, aber. Wir können alle drei nicht zeichnen, also das passt schon. Ich probiere es gerade so richtig nachgetreut nachzuzeichnen. Der Thomas wird es wahrscheinlich auch mal wissen. Vielleicht. Oha. Oha, Thomas hat sich auch noch umgeschieden, noch was dazu zu malen. Ich brauche noch ein bisschen. Naja, der. Kommt, bei mir kommt nicht mehr dazu. Naja, ich könnte vielleicht noch so machen. Ja, mach's doch so. Also ich gebe mir vollgas Mühe gerade, dass ich das richtig zeichne. Das kannst du nicht vorstellen. Komm. Ja, es schaut in Ordnung aus. Ich glaube, jetzt erkennt man es, was es darstellen soll, glaube ich. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, da gibt es auch viele andere Varianten davon, glaube ich. Keine Ahnung. Eine Katze, ein Vampir und Batman. Das ist nicht meine Mischung, du. Ein Catman. Boah, was gibt's denn da für Varianten davon, Alter? Das ist schon der Urheftig aus. Was ist das? Das ist ein Baseballschläger, aber nicht das. Was? Das ist ein Baseballschläger. Das ist. Das schaut wirklich aus wie ein Baseballschläger. Ich mach ein Foto und schick's dann euch. Das schaut aus wie ein Baseball. Soll ich dir was sagen? Wenn ich nur den Namen von dem Pokémon, das ich jetzt zeichnen musste, eingebe, ne? Mhm.
Da wird mir ein Eis angezeigt in Form einer Rose. Oha. Es gibt ein Eisburger. Le Gelato Burger. Das ist ein Burgerbrötchen? So ein dunkles? Ich bin Eiskugeln, what the fuck? Ja, du musst auch fertig kriegen, wenn du fertig bist. Okay, aber ich sag da aber noch nicht, dass du auf Fugazi schreibst. Es geht aber nicht um einen Caesar. Das heftig aus bist du, Blut. Ach so? Das ist nachgetreut, also so gut das geht. Es geht nicht um einen Caesar, es geht um darum, was das heißt. Boah, kenne mich aus. Das war der Bedeutung. Ich hab keinen blassen Schimmer. So, ich sag bei den Römer, von einer Truppe gegeben, beziehungsweise was sagt man zu den Truppen bei den Römer immer gesagt? Armee! Nein, es gibt einen speziellen Namen gegeben. Es gibt sogar. Der Gladiator. Die letzte. Achso, Legion. Ah, okay. Die letzte Legion. Okay. Bei den Fallout ist leicht, aber da sieht das Mann und weiß genau, was ist. Ja, okay, das ist relativ easy eigentlich. War so klar, dass du das schreibst. Das war so klar, dass du das. Ein guter alter Taschenschlampe, ne? Das war so klar, dass du das schreibst. Bin ich auf das Pokémon gespannt. Oh, wie heißt denn das? Boah! Keine Ahnung, wie es war, die kennen das. Ich weiß gar nicht mal, welcher Typ das hatte. Ich glaube, das war. Das ist nur das. Ja. Ich glaube, die Weiterwirkung war, glaube ich, B. Keine Ahnung. Das hat keine Weiterentwicklung, das ist nur Typ aus. Marino? Ja, das ist. Nein, das ist Gesteineis. Entschuldigung. Oh, warum geh ich nur so easy? Ist das eine Weiterentwicklung? Achso? Amagaga. Warum geh ich nur so easy Wörter jetzt? Warum krieg ich nur Pokémon? Ja, ich hab alles genommen. Warum krieg ich nur Pokémon? Gut, dann zeichne nochmal. Das ist total was für Kale, was ihr da zeichnet. Das schaut nicht so aus, wie das ist. Wurscht. Schaut nicht so aus, wie es ist, okay. Ich muss auch was dazu malen, dass man sich auskennt. Jetzt ja, wechsel doch die Farbe, du Arschloch. Arschloch. Ich darf das. Oha, da erlaubt er sich was. Okay, dann haben wir einmal hier. Das schaut behindert aus, aber ich lasse. Ich bin schon fertig. Was soll ich noch machen? Nicht fertig sein. Warte, ich mal noch was hin, dass man sich rauskommt. So. Ich brauche wieder Zeit. Ja, ich habe eine Zeichnung gekriegt, die was einfach easy ist. Dann habe ich verbessert. So, jetzt so. Nein, du schaffst. Entschuldigung. Rennt er bei dir im Hintergrund auch? Das ist so leise, was ich gehe. Ich hör das. So, ich muss das in andere Grau machen. Rennt einfach in den Hintergrund auch. So. Oh, das ist ja urheißend. So. Ja, besser geht's nicht mehr.
Man erkennt wahrscheinlich eh nicht, was das darstellen soll. Schaut doch eher aus wie... Ich gebe mir da keine Mühe mehr bei den Beinen. Zack, zack. Und dann Karl. Also der Chris zeichnet irgendwas mit Star Wars. Und im Hintergrund spielt der Ark und kümmert sich um Dinos. Ja, keine Ahnung, was ich machen soll, was ich da anders noch malen soll. Das schaut eher aus wie, weiß ich nicht. Weil der jetzt mal ist. Ja, auch zum Schreiben. Oha. Na, was man jetzt schon wieder schreibt, die Leute. Ich will es nicht wissen. Ja, nicht. Genau das Zeichnen, ich muss mich da konzentrieren, dass ich das richtig zeichne. Ich werde schon hingeschissen, also aber... Dann schreib's hier, ich muss zeichnen. Ja, Gott sei Dank, der dicke Wurf. So. Schwarz, schwarz, schwarz. Ja, ich zeichne das nochmal in Kleinformat. Fuck, fuck, fuck. Es wird nicht mehr besser. Ja, du Ruhe. Oha. Ich zeichne das eh schon so, dass da nichts. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Warum? Es wird nur schlechter. Na, leck mich, dann lass es so hinhören. Wurscht. So, jetzt machen wir mal ein Grau. What the fuck? Was ist das? Danke. Es gibt so... Geschlechtig werden sowas. Was? Ne, keine Ahnung, da ich auch fotografieren, weil sowas kenn... Sowas habe ich noch nie gesehen, Alter. Also ich schicke euch auch mal die Taschenlampe, die was ich da fotografiert habe, da in Discord. Wie ist denn das schnell gegangen? Also ich war jetzt fertig. Ich bin schon längst fertig. Mit den Nerven. Also ich weiß, das wird jeder gleich sagen, was es ist. Ich hab's probiert, so gut es geht. Okay, es ist immer meins dran. Nein, es geht um das linke. Treffen. So, das was ich euch jetzt reingeschickt habe, ist eine Taschenlampe. Okay. In Discord. Der schaut eher aus wie ein Baseballschläger. Wie heißen die schnell? Sind das die? Knapp dran. Du musst nur die Einzahl eingeben. Truppe ist aber falsch. Hä? Truppe ist aber falsch. Nein, das heißt anders in der Einzel. Sturmtruppe? Sturmtruppe? Nee. Die sagen es anders zu dem. Die sagen Sturmtruppler. Was? Alte Presse. Wir können sagen Sturmtruppe. Fertig. Na. Doch. Nee, sag's nicht. Doch. Die richtige Sturmtruppe genannt. So? Das heißt richtig Sturmtruppler. Die werden trotzdem in der Einzahl auch als Sturmtruppe bezeichnet. Ja, was weiß ich da? Kannst du mir das damals vorher schon mal ausschauen? Sag gleich mal Sturmtruppler, Sturmtruppler. Oh, wie heißt das Pokémon? Keine Ahnung. So, dass wir, Pflanzen-Pokémon. Maismann ist nicht. Also M als erster Buchstabe ist schon richtig. Ja, bis ich das gefunden habe, steht es da. Ich hab's nicht einmal. Ich kenn's nicht einmal. Funktion. Ja, das ist eine. Ich glaube, das ist eine von der neuen Generation, glaube ich sogar. Das ist Sag mal nix, ich hab das nicht gespielt, die Edition. Ich glaube, das ist das da. Ich hab's nie benutzt, aber ich kenn es. Ich hab's noch nie gehört, Mann?
Machidea? Nein, Machidea ist doch pink. Dann war es nicht. Keine Ahnung. Mantifoll? Das haben wir noch nie gehört, den Namen. Nennen wir in den Pokémon online. Mantifoll? Keine Ahnung. Eine Gottesanbeterin. Leck mich doch, jetzt muss ich sowas zeichnen. So, ja, das ist ein wenigstens aber. What the fuck? Das ist Käferpflanze, ist aus Schwarz und Schwarz 2. Ah, Gierpeller. Ah. Also, es ist das, was ich mir da gerade anschaue, oder was? Aber wie soll ich denn den Scheiß zeichnen, bitte? Das ist ja unmöglich zum Zeichnen für mich. Ja. Finde auch für mich. Keine Ahnung, oder wie soll ich denn den Scheiß zeichnen? Die Verpackung angeschnitten, das muss gleich kennen. Du das schummeln. Na, ich würde mal sagen, dass du das kennst, was ich so zeichne. Ich weiß nicht, was du so zeichnest, aber okay. Eben, du kennst das nicht, aber. Bist du sicher? Dann mal ich nichts anderes. Dann mal ich nur die Verpackung, aber schreibe ich noch nicht drauf. Ja, wenn ich es nicht kenne, bin ich jetzt selber schuld, keine Ahnung. Weiß ich, ob ich es kenne. Ich habe es so gut gezeichnet, wie ich es kann. Nur die Innenärmchen sind ein bisschen schwer zu zeichnen. Das ist ein Wort, wie das Viech ist. Die, was? Die Innenärmchen? Ja. Die Innenärmchen, kennst du die nicht? Nein, ich kenne nur die Außenärmchen. Nein, Innenärmchen, du. Ich kenne nur die Außenärmchen. Die Ärmchen. Ja, keine Ahnung, wie ich das zeichnen soll. Das ist verdammt scheiß schwer. Oder ich bin fertig. Ja, mit den Nerven. Ich weiß nicht, wie ich das zeichnen soll. Weiß auch nicht, wie ich, was ich hier gerade zeichne, du. Das erkennt niemand von euch. Also ich würde es nicht erkennen. Ich würde es auch nicht erkennen. Ja, keine Ahnung, da muss ich euch Tipps geben, weil... Sieht so scheiße aus! Ja, keine Ahnung, ich kann es nicht besser malen, es... Keine Ahnung. Es sieht scheiße aus, aber okay. Was ist das denn? Okay, ich kenn's doch nicht. Ist das ein Kaugummi? Es ist aus Gummi. Gummi. Das Gummi. Kann man loschen, kann man essen, das ist sogar sehr beliebt. Oh, da gibt's so viel Scheiße. Ja. Das aussieht wie ein X. Nee, es ist kein X. Ich muss ja gescheiter zeichnen können. Nein, Mauern ist nicht. Es ist die Verpackung, aber rechts ist die Verpackung, so schaut's aus. Ja, das schaut eher aus wie so ein Kaugummi. Thomas hat's fast. Gummibär? Ah! Haribo macht Kinder froh und die wachsen nicht mehr. Gummibärchen. Ah, du war. Oh, wieso? Haribo macht Kinder froh, sterben tun wir sowieso. Ja, das hat eher was mit dem Wasser zu tun. Woher kommt das? Nein. Woher kommt das Wasser? Was ist das Wasser? Wohin? Wo steht das Wasser? Wasser. Nein. Von wo kommt das? Von einer Berg? Nein.
Und jetzt auch als Friedwort zu. Wer jetzt so will, muss gegen den Strom schwimmen. Keine Ahnung. Egal. Als ob du nicht weißt, wo der Fluss herkommt. Das habe ich noch nie gehört, das muss dagegen schwimmen. So, Gewelle. Kannst du das Gewellebuch zeigen? Ja, wie fand's. Eine ausgefunde Hölle. Wie heißt denn der? Es geht um Buchstaben sind das. Es geht nicht um die Person, es geht um die Rasse. Ja, so, dann ist das. Ja. Ja, ich hab Zelda gespielt. Du bist eine Zelda-Fischrasse. Ja. Müsstest du einen finden. Das habe ich das. Das habe ich doch schon mal bei einem Speedrun gesagt. Echt? Ja. Das ist ja so alt, dass ich es vergessen habe. Keine Ahnung, geht's noch. Zora. Ja, aber die sind ja eigentlich blau. Nicht rot. Na, der Prinz aus Breath of the Wild ist rot. Gut, dann machen wir noch eine zweite Runde, aber diesmal mit Hinweisen wieder. Weil ohne Hinweise war er komplett zum Schossen. Zeige Hinweise, Einstellung speichern. Gut, zweite Runde. Oh ja. Oh, das weiß ich zwar, was das ist, aber ich weiß nicht, wie man es zeichnet. Wie soll das zeichnen? So, und diesmal schaue ich mich, genau, dass ich mich ein bisschen bemühe. Ich muss aber googeln, wie ich es am besten zeichnen kann. Sind dann gescheiten Hinweis. Ich glaube, ich zeichne den Scheiß. Die Farbe ist halt komplett scheiße. Wer bei Nintendo, dass ich dachte, boah, die Farbe ist geil. Die Musik ja richtig ein. Mach die Musik, ja. Weiß ich, hab jetzt erst die Augen. Okay, das schaut glaube ich mal nicht so scheiße aus. Vielleicht. Da circa. Machen wir es so. Wie soll ich denn das da unten machen? So? Ab wo fängt denn das an? Da circa? Ich muss das irgendwie machen. Ja, ich bemühe mich richtig, aber man erkennt es wahrscheinlich. Es schaut richtig scheiße gerade aus, aber ich habe mich bemüht. Ich glaube eher, dass das so Thomas erkennen wird, aber du nicht. So richtig geil aussehen. Das wird der Thomas erkennen, du nicht. Ja, hast du die 8. Generation gespielt? Nein. No. Na dann. Wirst du nicht erkennen? Falsch gezeichnet hier. Bei uns gibt es noch richtiges Zeichnen. Ich
Nein! Ja. Wirklich. Ist erkennbar, ich finde, dass es mehr geworden ist. Also ich finde, dass es richtig geil war. Also ich finde, dass es richtig geil geworden ist. Ist mega geworden. Also ich find's geil. Vielleicht. Es sieht scheiße aus, aber hey. Oh Moment, ich bin noch gar nicht fertig. Ich muss doch noch was machen. Ich mach auch noch so kleine Sachen. Ja, aber ich bin zufrieden. Ich bin mehr als zufrieden damit. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Zeichnung. Ja. Also ich habe mich sehr bemüht. Es schaut auch zwar ein bisschen pummeliger aus, als es eigentlich sein sollte, aber es passt schon so. Es ist schon in Ordnung so. Also ich bin glücklich damit. Ich bin zufrieden und glücklich. Wer hat denn überhaupt die Folgerunde gewonnen? Ich habe nicht drauf geschaut. Keine Ahnung. Na. What the fuck? Was ist das? Eine Autobahn. Kannst du cutten gehen? Schreibt man das so? Oh, wie schreibt man die? Achso, oder schreibt man das einfach? Achso, ja. Wollt ihr erst. Achso, naja, Rastplatz, Raststation, ist alles das Größte. Du sollst aber Rastplatz schreiben. Und Raststätte so, habe ich schon mal gehört. Thomas, enttäusch mich nicht. Was ist das für ein Pokémon? Das ist das, ja. Ich war ganz lustig, was die erste Entwicklung war. Aber es war das. Es ist Pflanze. Ja. Mit weichem B fängt es an. Ja, was habe ich Ihnen vorher gesagt? das ist, glaube ich, easy. Mal schauen, ob es easy ist. Wie jeder gleich an das da? Hä? Nein? Oder einen anderen Namen? Den anderen Namen weiß ich ja nicht. Ich kenne nur Friseur. Oh, easy, ne? B! Hä? Mit B fängt's an. B? Ja! B? Wo gehen die Leute abends einsaufen? Und was saufen die da? Hey, das zusammen oder hast du das Wort? Achso, ja, da, also, da, ja, da Papier. Ja. Das hat man früher immer gesagt. Ja, dann gibt's eh noch. Immer. Das Friseur. Alter. Nein, den Papier gibt's immer noch. Das sagen sie aber fast nicht. Also, ich höre immer nur Friseur sagen. Glaube ich halt, dass es noch immer gibt. So, das was ich jetzt zeichnen muss, kenne ich nicht. Oh Scheiße, das bist du. Chris, du wirst das nicht kennen. Eben wieder ein Pokémon? Ja. Wieso das gescheit zeichnen? Oh mein Herz. Ist auch, 8. Ist das 8? Nein, das ist glaube ich schon 9. Generation. Oh, wie soll ich das zeichnen? Ich muss das kleiner zeichnen, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Wie soll ich denn das zeichnen? Jetzt habe ich nur die Pokémon-Begriffe. Die Farben überschneiden sich bei den Pokémon immer so viel.
Das geht mir am Arsch bei den Pokémon, dass sie die Farben immer überschneiden. Ich bin mal. Na, oh, der Thomas sollte es eigentlich erkennen. Eigentlich. Aber es ist halt wirklich schwer zu zeichnen. Ich brauche jetzt sehr, sehr lange, ja. Aber wie soll ich denn das machen? Das ist ja urschwer zu zeichnen. So urschwer zu zeichnen. Genau, wo du meinst. Boah. Glaubst du für mich, war die Pokémon easy zu zeichnen? Ist das außer achten oder was? Das sollte, glaube ich, auch. 9. oder 8. glaube ich, ist das. 9. gibt's noch gar nicht. Dann ist das die 8. Ah, der Fuß ist richtig scheiße geworden. Weil das Beste ist, das was ich zeichnen musste, gibt es im echten Lesen. Nee. Im echten Lesen. Nee. Okay. Das was ich zeichnen musste, gibt es im echten Leben, hat aber die Kategorie Fantasy. In echten Lesen. Ich glaube, ich habe wieder mal. Ich glaube, wir haben endlich wieder mal was für. Gibt sogar ein Popcorn. Wie soll ich denn das zeichnen? Die alle fertig sind, außer ich. Ja, meins war einfach vollkommen einfach. Meins ist vollkommen. Zeichnen, was ich da zeichnen muss, da kann ich nichts für. Ich kann es einfach nur scheiße zeichnen, da kann ich halt nichts dafür. Ja, doch, eine Sache kann ich noch machen. Ja. Besser zeichnen kann ich, ja. Ja, wie soll ich denn das. Soll ich das besser zeichnen? Das ist urschwer, dass uns. Ah, nein! So muss das. So, pass auf, pass auf. Warte, das könnte noch ein bisschen so. Boah, das ist. Also ich bin mit der linken Hälfte des Körpers mal fertig. Lass die rechte doch sein. Weißt du, das ist nur ein halbes. Nein, ich mag es gerne schon so zeichnen, dass man es wenigstens ein bisschen erkennt. So. Da habe ich einmal das. Ja, ich brauche jetzt ein bisschen länger. Es geht halt nicht anders. Wie gesagt, der Chris wird das wirklich nicht erkennen, weil das ist wirklich so schwer zu zeichnen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das erkennt hätte, wenn es der Thomas zeichnet hat. Aber lass dich nicht von der Farbe, von dem, was ich jetzt gemacht habe, ablenken. Es ist eigentlich. Der ganze Körper ist eigentlich schwarz, aber das kann ich da nicht machen. Ich glaube, schaut eh gar nicht so schlecht aus. Okay, das ist scheiße geworden. Willst du auch noch was verbessern können, oder was? Ich glaube, ich habe zu sehr. Sieht schön aus. Ich brauche noch ein bisschen. Lass doch Zeit, lass doch. Wie schaut das aus? Schaut da richtig behindert aus. Ja, was? Geht mir besser so.
Ich meine nicht das. Das sehr, das war sehr, aber jetzt hat unser Christian wirklich noch nicht. Oh, das schaut ja komplett zum Schössen aus. Ja, meins auch, ist doch egal. Ja, keine Ahnung, ich mach das jetzt einmal so. Was denn, wir sterben ja nur für Langeweile. Ja, aber wir müssen Zeit lassen, müssen wir schon aufzeichnen. So, jetzt bin ich gerade aufgekommen. Macht ein bisschen Spaß, was? Boah, das schaut scheiße aus. Also jetzt schaut es komplett scheiße aus. Na, das ist eigentlich... Genau. Boah, jetzt schaut es aus, als wäre es der ärgste... Na, das sage ich jetzt nicht, weil sonst werde ich noch gesperrt auf YouTube. Das ist... So, der ganze Körper ist lila. Er ist schon überhaupt nicht so aus, wie es ausschauen soll. Ich glaube, ich muss besser werden in Zeichnen, definitiv. Müssen wir alle. So. Dabei schaut es gar nicht so scheiße aus, muss ich das sagen. Ich bin auch gleich fertig. Das eine mache ich noch. Dann bin ich auch fertig. Dann ist das und das. So. Was bin ich jetzt eh richtig? Also, wenn's das erkennst, Thomas, Respekt. Ich habe einen Fuß vergessen, aber ich scheiße jetzt drauf. Also, wenn's das Pokémon erkennst, Respekt. Ich habe viel so scheiße gezeichnet dafür. Okay, ich sehe, dass wir das wirklich sind. Die Proportionen sind, die können auch viel, viel weiter zusammen. Das schaut eher aus, als wäre das hochschwanger oder so. Aber wir sind erst bei der zweiten. Hoppala, ich habe Minecraft gestartet. Wir haben Minecraft gespielt, hast du es gesehen? Wir sind erst bei der zweiten Runde bei denen und wir brauchen so lange wurscht. So. Das macht sehr Spaß. Jetzt wirst du es erkennen. Ich glaube nicht, dass ihr meins erkennt. Niemals. Da kommt schon meins. Ja. Schon aus dem Alligator. Mit einem gewissen Virus. Es ist eigentlich ganz schwarz. Die Körperfarbe ist schwarz. Und es ist ein Alligator. Es ist, warte, Giftfeuer. Ach, der Arigato. Nein, der zweite Name ist Feuer, nur halt so irgendwie so komisch Englisch. Und das Feuer ist I am halt. Der Thomas hat es natürlich kennt. Ich kenn's. Es ist Feuergift und es kann Stahl-Pokémon vergiften. Wo ich mich halt frage, es ist doch Feuer, es kann die Stahl-Pokémon doch einfach wegbrennen. Warum kann es sie dann vergiften? Ich glaube, das ist easy. Ich dachte schon, das ist ein halbes Hände. Wir nehmen schon fast eine Stunde jetzt auf. What? Haben das Sandmenschenbord? Was ist? Die Opa da gebaut. Wir haben das Sandmenschen gebaut. Das hat sogar einen Nippel. Ist das eine Pyramide? Nein, ich hab's eigentlich geraten. Oder was ist denn das für ein Wort? Oh nein! Wie soll ich denn das zeichnen? Boah, ich zeichne das jetzt einfach. Keine Ahnung, ich gebe mir jetzt nicht sehr viel Mühe.
Weil anders kann ich das nicht zeichnen. Ist mir so arschig, ist ja Autozeichner. Michael, hast du leicht. Alles. Du bist ja Autozeichner. Gut. Das wird jetzt so hektik. Kann ich nicht Copy-Paste machen? Keine Ahnung, es ist halt scheiße zeichnet. Was soll ich machen? Ja, keine Ahnung. So, warte mal, ich schau mich schon das Hintere aus. Also es gibt verschiedene Hintere. Ja, dann schauen wir auch verschiedene Hinterteile. Ja, das ist so schön Zeit. Wurscht. Ich kann das nicht anders zeichnen und ich werde es auch nicht anders zeichnen. Ich lasse es so. Statt so dumm aus. Keine Ahnung, es sieht irgendwie so aus. Reicht ja. Keine Ahnung, ich kann es nicht anders zeichnen, das geht halt einfach nicht. Unmöglich. Du meinst, sieht ungefähr so aus, dass du reichen. Weil es halt ungefähr scheiße aus. Mach hin, Chris. Wie schade es ist, das Auto zu zeichnen. Ah, jetzt muss ich das neue Wort dann raussuchen, was wir gehabt haben. Ich hab's nämlich schon wieder vergessen. Lamborghini zu zeichnen, ist ziemlich schwer. Wieso muss ein Lamborghini zeichnen? Warum sagst du das Wort? Nein, es ist nicht Lamborghini das Wort. Es gibt, glaube ich, mehrere, ich weiß nicht, ob es schon einen Lamborghini gibt, aber den Namen, wie das Auto heißt, das muss ich zeichnen. Und es ist halt der Lamborghini. Naja, was gibt's denn für Lamborghini? Es gibt Porsche, Corvette, sowas halt. Lamborghini ist die Marke. Naja, Corvette, Ferrari, sowas. Ja, aber das ist halt auch Lamborghini halt. Ja, aber es geht um den Namen, was das Auto hat. Chevrolet, da weiß ich ja nicht. Wie das Modell heißt wahrscheinlich. Boah, das werde ich ja nicht. Das werde ich. Ja, okay, da drauf zu kommen ist so komisch. Was? Oh, Schmuck? Ja, er will. Der da. Was ist er? Räuber. Ja, anderes Wort dafür. Du sollst jetzt schon Boyfriend schreiben. Er glaubt, ihre Jungfrau nicht kann. Ja, genau, den Schmuck. Oh, Schmuck. Das ist die Jung. Keine Ahnung. Ich kann sowas zeigen, ne? Es geht um die nicht um das Modell, wie es heißt. Es fängt mit M an. Maserati? Nein. Was ich schreibe, wenn du das fragst mir. Da weiß ich nicht, was du noch. Ich kenne mich mit Automarken überhaupt nicht aus. Ja. Was soll das sein? Keine Ahnung. Fangt mit M an. Ja. Und hört mit Agu auf. Mishuago. Nicht der Mitsubishi, der Mishuago. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Autos überhaupt nicht aus. Ja, Mustielago. Mustielago, du sagst. Oh. Keine Ahnung, hätte ich nicht gesagt. Ich hab gerade noch bei Google gefunden. Aber ohne das komische Akzent-Ding, komisch. Oh, das ist so. Das muss selbst der Chris kennen, das ist hier 5 schon dabei gewesen. In Gen 5 war das schon. Wie heißt denn das schnell? Ja. Klar. Dann suchen wir mal, wie es heißt. Es ist ein Feuer-Pokémon. Ah, okay, ich hab mir gedacht, wie es heißt. Nee. Ist doch ganz klar Pflanze. Da, ich hab's gefunden. Es ist das Apfelmon.
Das gibt's ja auch, das gibt's ja wirklich. Ich weiß nicht, Generation 8. Es ist ein Pavian, ja? Ich weiß, was das ist. Ich kenne die Form schon, aber ich kenne den Namen nicht. Also. Er ist ein Pavian und da muss noch Flamme dazu geben. Flame Pavian oder was? Ja, Flame Pavian. Flampavian. Ja. Wie soll ich das zeichnen? So, ich mach auch gleich Fulag. Ja, dann muss ich's. Muss ich das googeln halt, wie das ausschaut. Ich hole jedes Wort, damit ich es zeichnen kann. So. Was das? Ich glaube, das ist das Langweiligste, was ich bisher gekriegt habe. Alles bloß dann wollen wir in drei, okay, alle drei Sorten. So, fertig. Alter. Ich habe wirklich offensichtlich Microsoft Microsoft. Ich habe offensichtlich Minecraft gestartet. Microsoft gestartet. Warum bin ich so behindert? Ich bin so behindert. Nein, ich bin behindert. Der Papinella. Ich werde jetzt gleich wissen, warum das gerade so lustig war. Papinella. Ups. Was, das ist Papinella? Mhm. Oha. Ich bin so behindert. Ich bin einfach behindert. Ich bin einfach behindert. Ich bin einfach also behindert. Ich glaube, ich weiß wirklich, für die Folge ist das. Bin. Wer mir zugehört hast, du weißt, was ich gesagt habe. Ich bin einfach behindert. Nein, das meine ich nicht. Wenn du das Wort siehst, dann weißt du, warum ich hier dann so gelacht habe. Dann weißt du, wie ich die Folge nenne. Wenn du aufpasst hast, ich bin gespannt. Ich hab sicher nicht aufpasst. Schau, ich dich kenne nicht. Ja, ich kann nicht mehr zeichnen, es ist alles da. Ja, ich kann es zwar aufschneiden, aber es wird nicht viel bringen. Du wirst lachen, wenn es mein Wort ist. Oh! Easy! Paprika! Sah dir ein bisschen abgeschnitten aus. Ja, bei meinem, wie gesagt, bei mir wirst du lachen, weil. Ah, wie heißt der? Ah, wie heißt der? Ah, ich glaub. Der ist von Animal Crossing. Ich kenn das. Nein, wie schreibt man denn? Mit Doppel-T. Hab ich. Ach so, so schreibt man denn. So. Ich weiß gar nicht mehr, was man denn machen konnte. Nein, da war ein alten Animal Crossing, wenn du zu oft abgeschalten hast, ist er gekommen und hat gedroht, den Spielstand zu löschen. Ich hab keine Ahnung, ob das nicht gespielt.
Ah ja, so war's jetzt. Ja, ja, schon später. Ja, bei meinem Wort wirst du ein bisschen lachen, weil ich. Ja. Ich bin so, behindert. Was? Ja? Definitiv Minecraft. Ich hab Microsoft gestartet. Ich hab's eh schon fünfmal gesagt. Du hast jetzt mit K geschrieben. Ich hab fünfmal gesagt, wie ich gesehen habe, dass ich Minecraft hat. Ich hab Minecraft Microsoft gestartet. Ja. Jetzt weißt du, warum es so lustig war. Das weißt du auch, wie die Folge heißt. Ich hab Minecraft gestartet. Ich hab Minecraft gestartet. So, wie zeichne ich dich, du kleines Viech? Ich hab schon wieder einen scheiß Pokémon. Das könnte vielleicht der Chris auch wissen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, welche Generation das ist. So, eine Schüssel. Gehen wir mal Software. Und wenn er sieht, weiß es auch nicht schlimm. Ich muss wieder mal gucken, ob er das spielt. Oha. So, in welcher Farbe zeichne ich jetzt das? Das ist die Frage. So. Das ist eigentlich weiß, aber dafür kann ich nichts. Wenn der ganze Hintergrund weiß ist. So. Ihr müsst euch dann vorstellen, dass es eigentlich weiß ist. Ich brauche jetzt eh länger zum Zeichnen. Das ist halt. Keine Ahnung. Advent, Advent, mein Arschloch brennt. Die Legion. Ich hoffe, ich habe das dann relativ gut zeichnet. Es hat bis jetzt schon nicht so schlecht. Naja, mal gucken, ob man meins erwähnt. Das war jetzt scheiße. Du musst den ganz genauen Namen gemacht. Bin ich schon wieder der Einzige, der was wieder zeichnet? Ja. Ah, fick dich ins Knie! Was? Den genauen Namen musst du von meinem kennen. Wenn du den nicht kennst, dann hast du schon verloren. Weißt du, ich bin der Einzige, was noch zeichnet. Unmöglich. Ganz gut, du gibst jetzt hier viel Mühe und hast du meine scheiß Wörter? Nein, es ist kein scheiß Wort, aber ich gebe mir viel zu viel Mühe, glaube ich. Ja, mein Wort ist halt einfach gewesen. Ich schau, dass ich in letzter Zeit extrem schön zeichne. Weil ich mag mich ja auch verbessern in dem Spiel. Ich habe es genau falsch rumzeichnet. Alter. Er zeichnet erst falsch rum. Ich denke, dass er wurscht zeichnet. Ich zeichne es so ab von Internet. Glaubst du, ich weiß, wie das ausschaut, das scheiß Pokémon da? Na sicher. Auswendig, gell? Zwei große, rosige Bäckchen, eine lange Nase und es haarig. Bummel.
Das war ja natürlich sofort. Erstmal bin ich jetzt der Letzte, der was gesagt hat. Da lebt der Vampir ewig und der Bau, das war mir Ja, ich bemühe mich zum Zeichnen, weißt. Ich schau, dass ich nur schön zeichne. Und dann wird's eh keiner erkennen. Ja, das steht auf seinem Arbeitszeugnis, er war stets bemüht. Steht wahrscheinlich hier schon. Weißt du, was das heißt? War stets bemüht? Das heißt, du hast gar nichts gemacht. Ja, ich weiß eh, was das heißt. Jetzt schaut's aus wie irgend so ein Scheißviech. Okay, dann schreibe ich das gleich hin. Scheißviech. Scheißviech, Mann. Ist irgendwie fast verzeichnet. Jetzt schaut's komplett behindert aus. Hilfe. Ich muss da aber... Boah, ich glaube, ich zeichne einfach viel zu schön momentan. In letzter Zeit. Wo gehört denn das überhaupt hin? Da. So, du gehörst daher. Du gehörst daher. Ich kann bestimmt Schnabeltiere schaffen. Ich weiß gar nicht, was ich tue, aber du gehörst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. Nein, die Füße sind nur scheiße geworden, sonst schaut es eigentlich in Ordnung aus. Aber? Ah, jetzt schaut es scheiße aus. Scheiße. Ja, aber anders hätte ich es nicht machen können, weil das Spiel verlangt viel zu viel Scheiße gerade. Also... Ja, ich mach das jetzt in einer anderen Farbe, weil sonst... wird das so scheiße. Ah, 10 Jahre später braucht der Michi. Ein Wahnsinn. Jetzt schaut's komplett scheiße aus. Ah. Aber Michi, deswegen sollte wissen, wenn das genug scheiße ist. Durch das Hinzufügen von Scheiße wird Scheiße nicht zu Gold. Aber er schaut, glaube ich, nicht so schlecht aus. Ich weiß es nicht. Mach mal eben Fenster wieder zu. Und das einzige Problem ist halt, ich bin gleich fertig, ja? Ja. Ich muss nur die... So, jetzt bin ich fertig. Es passt so und es ist mir scheißegal, wie es ausschaut. Es schaut zwar ein bisschen verkrüppelt aus jetzt. What the fuck ist das? Es ist was ist das? Es ist was zum Essen, glaube ich. Ja. Aber ich erkenne es nicht. Sehr einfach, gibt es in der Dose. Es gibt so viele Dosen, Raffaoli. Nicht Raffaoli. Was mit M? Ja. Es gibt in Orange, in Pfirsich und in Weißkraut, so muss ich sagen, was ist das? Eiskraut, das ist Eiskraut. Weißgrau, habe ich gesagt. Das ist Eiskraut. Aber das ist halt wie ein Kompott. Ananas-Kompott, Zitronen... Na, no. Was gibt's noch als Ananas-Kompott? Hab ich gerade gesagt. Also, es ist einfach Kompott! Boah! Ich schleif die. Das war einfach. Boah! Schwarzer Pfeffer, Salz und Curry. Das sind keine Zutaten. Was machst du damit? Was machst du mit Pfeffer und Salz? Wie heißt denn das nochmal? Es ist ein
ein. Es ist ein. Nein. Was tust du denn damit? Ein. Was tust du denn mit Curry? Oder mit Salz? Genau. Würzen. Du hast zu mir gesagt, es ist ein. Nein. Es ist ein. In Star Wars gibt es eine Droge, die heißt Gewürz. So, ich bin gespannt, ob du das Pokémon erkennst. Ich habe mich bemüht. Prost. Ja, es ist ein Skorpion. Ja, es ist die Vorentwicklung. Ich weiß, wie es ausschaut, aber ich weiß nicht, wie es aussieht. Mit hartem P am Anfang. Du solltest jetzt beide googeln, oder was? Ja, ja. Kann den Namen welche Generation? Nein, viel später, fünfter glaube ich. Der fünfte. Wo bist du? Ja, ohne Bit kann ich da nichts lesen. Oder ist das? Neun, acht, sieben. Keine Ahnung. Der Ernst? Ich warte es nicht. Jetzt sagt man das da, das Bild. Ich kenne es nicht. Pion Scora. Weißt du, das Komische, was dann zum heftigen. Das hat später, glaube ich, auch noch zwei Arme. Ja, das schaut dann später durch scheiße aus. Das sieht immer scheiße aus, das Vieh. Nein, die erste Entwicklung mag ich. Also die erste Entwicklung ist süß, aber die zweite Entwicklung ist scheiße. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt eine Stunde 5 Minuten aufgenommen, das heißt. Das war's mit dem Bart. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis bald. Und hoffentlich startet ihr nicht Microsoft. Bis zum nächsten Mal, bis bald. Ich schau mal direkt Partei.